Nun, mittlerweile kann man sagen, es ist Fakt. Ich bin der Einzige, der hier auf dieser Ranch irgendetwas Produktives macht. Merle macht nur Unsinn. Und ich bin froh, dass wir ihn endlich los sind. Ich glaube, der hat nämlich endlich seine Sachen gepackt und ist in diesem neuen, speziellen Sommerlager. Was war das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Oh, großer Gott. Merle? Merle, bist du in deinem Zimmer? Hallo? Nee. Merle, bist du wieder in meinem Zimmer? Ja. Ich dachte, du bist im Sommerlager. Ich brauchte ein bisschen Platz für diesen... Aber du wolltest doch ins Sommerlager, aber ich wollte einen cremigen Sahnekäse machen. Merle, warum ist in diesem Käse ein Loch drin? Da ist Merle-Creme drin und Käse hat immer Löcher. Wenn du ein bisschen bleibst, zeige ich dir, wie die Käse in den Löcher kommen. Ich habe nämlich eine Technik... Was, wie die Käse in den Löcher kommen? Was? Das hat doch gar keinen Sinn. Ich habe eine Technik entwickelt. Ach, Merle. Das ist der beste... Ich glaube, den müssen wir verbrennen. Das ist der beste Carmino-Nobert, den du kennst. Was? Camino-Lobert? Camino-Lobert, der gute Camino-Lobert-Käse. Ich werde diesen Käse jetzt zersägen. So, aber mal die Säge an. Aber das ist Camembert-Käse. Du musst den Camembert-Käse zersägen. Zersäge den Käse. Das würfelt die Camembert. Was ist denn mit dem Huhn da oben? Können wir das endlich mal lösen? Was, welches Huhn? Nimm mal die Eier hier in die Hand. Das ist was auf dem Dach, faul. Nimm mal die Eier in die Hand. Alter. Dann explodiert dein Rechner, du. Oh. Den ganzen Korb. Oh, jetzt schmeißt es auf den Boden. Du hast $6 weggeschmissen, du dekadenter Typ. Ich kann das nicht, wenn das steht auf. Boah. Alter, ne? Was denkst du, wie viele Eier das sind? Du ruckelst jetzt gerade davon. 8 Frames, 10 Frames. Das ist krass, ne? Alter, der ist voll. Wir müssen ihn entsorgen. Ja, der ist gefährlich. Der ist richtig gefährlich. Ich geh den mal verkaufen, aber hier beim Dings hier. Wertstoff hoch für gefährliche Dings, ne? Alter, wie ich davon ruckel, ne? Boah, wie das Bild auch so ganz schmierig wird. Haben Sie da einen Korb Batteriesäure? Und einen Korb Eier. Oh, die Eier werden teuer. Boah, Alter, ich glaube, diese ich hier Eier zerstören einiges, ne? Ich dachte, ich könnte das hier auf unseren Bonzen-Geländerwagen oben drauf spannen, so. Aber das Ding ist eigentlich nur unnötig. Wo haben wir eigentlich noch so Materialien wie Eisen und Holz mäßig was? Da hinten ist also aus irgendeinem Grund liegt eine Menge Holz direkt neben dem Räucheratorium. Ja, das hatte ich da hingelegt, die Tage. Boah, ich ruckel gerade zurück. Uff, wo ist denn mein kleines goldenes Auto? Was weiß ich, wo du das hin hier... Hast du nicht eine Auktion gemacht? Steht bestimmt irgendwie beim... Ah, stimmt, ich hatte eine Auktion... Achtung, Hulk ruckelt sich durchs Land. Alles verschmilzt zu einer merkwürdigen Substanz. Ja, da steht's. Die 10 Frames des Todes. Der Korb ist gefährlich, sag ich dir. 10 Frame Death Punch. Wenn du mal irgendwann einen anderen Hof ruinieren willst, einfach den Korb vor die Tür stellen. Oh, hier sind ja auch noch 100 Körbe drin. Eierkörbe? Was ist jetzt los? Boah, Alter, es ist nicht zu fahren, das Auto. Der Korb überträgt sich auf das Auto. Uff. Ja, kann man das auch beim Burgerschuppen verkaufen? Die Eier, oh, weiß ich nicht, bestimmt, oder? Nehmen die auch Eier? Die nehmen doch irgendwie alles, ne? Die nehmen auch alles. Überfahrene Tiere, alles rein ins Brötchen. Die haben auch schon Auge auf dein Pferd geworfen, die wollen viel Geld bezahlen. Mein Pferd... Alter, mega lag. So, was denkst du, wie viele Eier waren da drin? Das war jetzt einmal Eier holen aus einem Stall so. Das war eine Tour. Weiß ich nicht. Was denkst du, wie viele Eier waren das? 320? 596. Boom. Wir haben $3.500 eben gerade mit Eiern verdient. Mit Eiern. Ja. Aber dafür haben wir jetzt wieder ein paar Frames gewonnen, wo die Eier weg sind. Ja, jetzt habe ich 63 Frames. Geil! Es sind auf jeden Fall die Eier immer, ey. Das Spiel weiß nicht, wohin mit den Eiern noch. Wohin mit den Eiern? Die große Frage hier bei Ranch Simulator. Was machen wir nur mit den Eiern? Kreis Industries versucht die Welt zu verlangsamen, zu entschleunigen mit Eiern. Die neue Sendung. Wohin mit den Eiern? Wohin nur mit dem Ei? Hast du das Ei gesehen? Teil 2. Pastor Eigelb. Die große Chicken Purge. Ein renommierter Straßenpriester namens Pastor Eige. Straßenpriester? Straßenpriester, wer kennt die nicht? Priester wie dich können wir dir nicht besonders gut leihen. So ein Straßenpriester? Ach, das zählt als alles für alles hier, oder was? Wie es. Was jetzt? Alter, okay. Wo jetzt? Ja, wenn du hier.
diese Koppel, ne, so, ich habe das Holz in die, ich dachte, man muss die Teile einzeln bauen, ne, aber wir haben jetzt 40 von 100 Holz. Ist so easy, hol doch mal die Säge ran und. Metall 0 von 4, wo haben wir denn noch Metall liegen? Boah, ich glaube, ich muss eh mal Metall holen. Da mache ich jetzt ganz kurz einen kleinen. Dann machen wir eine kurze Shoppertour. Shoppertour. Eine Shoppertour. Ja, zersägt mal die ganzen Stämme. Hier liegen so viele Stämme rum, die geben auch Frames. Mach weg damit. Alles, was irgendwie rumliegt, saugt. Ja, ich hole mir mal eben die Käsesäge hier vorne. So. Dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dumbi-dum. Ich säge hier direkt neben den Kühen, damit die sich, die freuen sich immer bei so Krach. Ja, damit die halt schön taub werden und die Ohren mehr bluten. Sehr, sehr wichtig, hast du gesagt. Wir haben ja gesehen hier, der Widerstand hat ja mittlerweile eine eigene Flagge, hast du ja gesehen. Ja. Und ich sag dir, ich bin ja Teil des Widerstands und auch der Hashtag Kies kümmert sich um die Tiere. Ja, Kies kümmert. Ja, das ist ja mittlerweile eine Bewegung geworden. Also Kreis Industries ist auf dem absteigenden Ast. Die Leute haben dein diabolisches Treiben durchschaut. Du weißt, Korruption muss bezahlbar bleiben. Ich find's gut, dass immer mehr Menschen sich gegen dich wehren und sagen, nein. Mache das nicht mehr mit. Nein, ich mache keine Tiere mehr blind. Irgendwann ist gut. So, ich hab ein bisschen Holz noch hier gefunden. War noch mit. Rasenmäher wollte ich mal holen, damit wir schön, weißt du, schön Rasen mähen können, damit die Pferde auch eine vielleicht gute Trainingsfläche haben. Es wurde auch behauptet, dass weniger Rasen gleich mehr Frames, ne? Einige Frame-Forscher behaupten. Frame-Forschungen haben gesagt. Frame-Forschungen haben wir gegeben. Jüngste Frame-Forschungen haben wir gegeben. Aber du weißt doch, die Leute wollen nicht mehr geframed werden. Du framest mich da jetzt total. Eigentlich bin ich so gar nicht. Ich bin ein anderer alter weiser Mann. So, ich schau mal. Hier gibt's nämlich ein. Alter, was ist das denn hier für ein Riesengerät? Kann man das schon kaufen? Fahrbarer Rasenmäher. Der kostet einen Taui. Motorisierter Rasenmäher, Laptop. Aber man kann einen Laptop hier irgendwann kaufen. Ist noch nicht drin, aber irgendwann geht hier ein Laptop. So, dann kannst du bestimmt Sachen bestellen oder so. Wie bei Gold Digging Game da. Denkst du, ich kann so einen fetten Autoanhänger schon an. Ja, meinen kaufen? Die Leute sagen die ganze Zeit, hol mal so einen dicken Hänger, du. Dicken Hänger? Und dicken Hänger kann ich dir mal zeigen, du bei OnlyFans. Guckt uns jetzt auf OnlyFans. Kein Content, nur Geld geben. Würde laufen. Ich glaube, es wird laufen. Ja. Auch wenn ich sowieso schon so keinen Content kriege. Ihr wollt noch weniger Content für überteuerte Preise? Jetzt neu. Only Fans. Geld gone Fans. So, jetzt haben wir 76 von 100. Haben wir noch mehr Balken hier liegen irgendwo? Ich habe noch welche. Ich habe jetzt noch welche hier dabei. Achso. Ich fahr's hoch. Bringen Metall und Balken mit und ich wollte eine Beleuchtung in den Hühnerstall einbauen. Damit du sie auch nachts besser erschießen kannst. Nee, ich will einfach damit sie noch ein bisschen, weißt du, stell mal vor, es ist permanent so ein ekelhaftes Licht an. Permanent so ein Krankenhauslicht. Das wäre natürlich schön, ja. Ich glaube, darüber würden sich die Tiere freuen. Das würde mir total gefallen. Weiß. Für die Qualzucht, die du planst, ist es auf jeden Fall. Qualzucht, das sind Anweisungen von ganz oben. Onkel Kreis persönlich hat gesagt, ich will beleuchtete Hühnerställe. Ich will haben, dass der Stall leuchtet vor Glück. So. Wir bauen eine große Koppel. Guck mal. Koppelspaß. Wir haben richtig viel Koppelspaß. Wir haben richtig viel abgekoppelt. Das ist voll. Ja. Volle Koppel. Und da hinten noch Holz.
Boom, schau mal hier. Ah, koppelmäßig. Jetzt kannst du dich dressieren. Ich bin free. Kannst hier schön Dressurreiten machen. Ich bin frei. Seht mich an. Seht mich an. Lichter von Kreis Industries haben mich blind gemacht. Warum liegt denn da Käse auf dem Dach? Hä? Keine Alter, du Ahnung. bist so ein Vogel. Wie kriegen wir den jetzt wieder runter? Weiß ich, keine Ahnung, hat es geregnet? Was, der schmeißt da einfach Käse aufs Dach hoch. Käse. Das ist Dachschimmelkäse. Onkel Merls Jetzt Dachschimmelkäse. hat's hart ins Hirn geschimmelt. Das mag sein, ja. Den weiß ich nicht, keine Ahnung, lass mal liegen. Also, welche Anweisung soll ich jetzt durchführen? Hier will Kreis Industries Beleuchtung im Stall. Kann man denn überhaupt hier Beleuchtung ranmachen? Irgendwie drehen. Ja, hier geht was. Irgendwo, eben gerade hatte ich es ganz kurz, aber das ist total glitchy. Boah. Ich glaube, es ist nicht dazu ausgelegt. Ah doch, jetzt geht's. So. Also, Kreis Industries befiehligt mir, mach Licht. Mach Licht. Warte mal, es geht doch noch besser. Hey, wo kommt denn das weibliche Schwein hierher? Ja, ne? Nee, jetzt aber Mach da wieder wirklich, auf doof. wird das rausgeholt? Hast du es rausgeholt? Nee, ne? Gar nichts rausgeholt. Okay. Hier läuft ein Mädchenschwein draußen frei rum. Es kam, war vielleicht in der Natur irgendwie bei irgendeinem Ausbruch und Geflohen. kam jetzt zurück. Mädchenschwein. Das kennst du im echten Leben nicht, ne? Nee. Ich mache mir nichts aus Geschlechtern. Es kann nicht rein in den Stall. Ja, ist schon zu lange zu frei gewesen. Komm, komm, Schwein. Es kommt nicht. Hier geht leider keins mehr hin. Schade. Ey, gib mir dies, gib mir das. Ba, 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 ba. So, guck mal, ich habe deine Anweisung befolgt. Der Stall leuchtet jetzt. Das ist alles glowing. Der Stall ist glowing. Nee, das ist das Mädchenschwein, was letztes Mal noch hier drin war, aber ich Ich kann's. kann das Huhn aber auch nicht jetzt zerlegen. Das muss für immer da oben bleiben. Ich sehe das nicht mal mehr. Ach klar, sieht es nicht mehr. Hier liegt's doch. Das dumme Huhn. Nee, krieg ich nicht. Gut gemacht, Kreis. Echt, fantastisch. Ach, das Schwein, das hast du doch hier reingelockt und wolltest es doch umbringen als Test. Nee, nee, aber nicht das Mädchen hier. Klar. Warum liegt hier überall jetzt Käse auf dem Dach? Ich weiß ja keine Ahnung. War vorhin so ein merkwürdiges Gewitter. Und Kann jemand mal den Käse endlich aufräumen? Das ist ja, weißt du, anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Da wunderst du dich, dass sich niemand liebt. ach, Merl, Merl wird geliebt. Merl ist der Community-Dings. Das ist aber auch eine sehr gestörte Community, muss man dazu fairerweise sagen. Ist die gute Community. Und schwer gestörte Menschen, die im Leben wenig zu lachen haben und es witzig finden, im Jahre 2021 sich über einen anscheinend behinderten Menschen lustig zu machen. Tolle Community, ja, hast recht. Oh! Die beste. Okay, das geht wirklich. Was macht er jetzt? Oh, man kann den Käse wirklich da oben aufs Dach schießen. Nee. Ups. Hast du jetzt ein Tier irgendwie zerbombt? Ja. Was hast du gemacht? Na, hier mit diesem Pumpergerät, was du da geholt hast. Warum? Und dann auch noch das Weibchen, oder? Nee. Nee, nee. Werde jetzt den ganzen Käse hier anfangen einzusammeln, damit wir Aber irgendwann mal. so kann man Fleisch gewinnen, ohne die anderen zu traumatisieren direkt. Oder war es doch das Mädchen? Cool, wow. Dann Kreis sind wir irgendwie so ein rückständiger Hof, ne? Das ist Wahnsinn. Rückständig. Ist doch so. Das ist voll der rückständige Hof. Guck mal, den Käse kriegst du nicht mehr runter.
Du kriegst dann nicht mal mehr runter. Das Mädchen lebt noch. Die wird heute gedeckt von 14 Mann. Wie im indischen Bus. Was, Alter, guck mal. Hier ist doch überhaupt kein Käse auf dem Dach. Nee, da oben liegt er nur. Wo denn? Ach, da, der eine Käse da hinten. Ja, hol mal runter. Ich hol mal gleich mal runter. Du indischer Busfahrer, du. Ist doch easy hier, zack. Einfachste von Welt. Das wäre das jetzt so ein großes Experiment. Ich wollte in der Folge produktiv sein, aber Murl, was machst du jetzt wieder mit dem Käse? Ein Mann verrät seine Käsesachen nicht. Weißt du, das meine ich. Die Leute schreiben die ganze Zeit, ja. Guck mal, jetzt rennt er da mit einem alten Gouda rum. Ja, mittelalt. Ich will mir so eine Lampe hier festmachen. Warum ist da eigentlich ein Loch? In der Mitte? Ja. Keine Ahnung. Kannst du den Käse einfach wieder zurückbringen? Ich will den verkaufen. Der geht noch an den Kunden. Noch ist er gut. Jetzt ist, wow. Käse im Hühnerstall. Was ist dieser Käseterrorismus jetzt? Und da wunderst du dich, dass die Tiere dich hassen. Weißt du, ich gehe respektvoll mit ihren Erzeugnissen um. Aber du, es ist... Respekto, der Superheld. Respekto. Respekto, Inspekto. Dr. Respekto. Inspektor Respekto kommt und analysiert die Farm. So, guck mal, jetzt haben wir schön Sonne. Das Licht ist gut. Zeit, ein bisschen rauszugehen. Warum? Guck mal, also er macht in der Folge, ne, hast du überhaupt irgendwas gemacht, was irgendeine Funktion erfüllt hat? Ja. Holz. Holz von A nach B geschleppt. Wow. Gesägt. Frischware produziert. Wow. Du nützlicher, du. Käse zur Sonderreifung rausgelegt. Weißt du, ich mach hier unseren Gaul fit, damit wir mit dem mal irgendwann Geld verdienen können. Ich mach den Gaul fit. Er hat Hühnereier gesammelt. Nicht. Und jetzt sammelt er Käse. Oh. Hier ist ein alter Hühnerkorb. Der gute Stallkäse. Oh. Hier, Marianne Bimsschuh von der Schwengelstraße 7. Die kauft den immer. Muss seine Stamina erhöhen. Der muss viel geritten werden. Der bockige Bronco. Der bockige Bee, Alter. Bucky Bee muss viel geritten werden. Ja, guck mal hier. Oh, Hulk. Wow, er ist unser Held. Wow, ey. Wow, Hulk. Du machst das so gut. Du trainierst die Pferde. Jetzt haben wir ein Tor offen. Oh, ruhig, Brauner. Ganz ruhig, ganz ruhig. Easy, alles gut. Wir kriegen dich schon fit. So will ich das sehen. Gut eingeritten. Sehr gut eingeritten. Ich habe mir extra hier ein paar Folgen Spirit auf Netflix reingezogen. Backflick? Ja. Schmeckt nix. Ich stream gerne bei Schmeckt nix. Spirit, der wilde Mustafari. Ja. Es wird trainiert. Okay, das wird irgendwann mal mein Gaul, ne? Nur so als kleine Info. Wow, gut. Och nein, jetzt hat er sich einen Farbmixer. Oh nein. Och, was kommt als nächstes? Wie, was für ein Farbmixer? Das war ein sauberer Sprung. Hier, Pferde trainieren ist richtig edel. Das ist aber auch eine hohe Kunst. Muss erstmal hinbekommen. Das wird aber lange dauern, hier so aus so einem schlaffen Pferdchen. Ja gut, ne, wie gesagt, notfalls machen wir Salami draus. Wenn wir das ist die teuerste Salami überhaupt. Wer kauft denn für so einen Preis eine Wurst? Pff, alle. Unter dem Vorhang der Nachhaltigkeit kann man heutzutage alles verkaufen. Also, guck mal, ich habe jetzt vielleicht von dem ersten Zacken ein kleines bisschen gefüllt. Wird so übel, das Pferd hier zu leveln.
Das Reiten ist not so easy. Können wir noch eine größere Koppel bauen? Mit mehr Hindernissen? Einfach so ein Intensiv-Trainingscamp, ne, wo wir die dann auf engem Raum halten können, damit sie auch, der einzige Platz, den sie haben, ist der, wo sie trainieren können. Weißt du, das ist dann besser. Dann vielleicht noch mit der Napper-Zuchtpeitsche auspeitschen. Mit wildem Napper. Oh nein, jetzt malt er wahrscheinlich einen Pimmel oder sowas. Das ist so typisch Kreis, wieder irgendwo einen Pimmel draufzeichnen. Hä, wieso ist das schwarz? Ich hab doch eine. Ja, warum ist der Pimmel schwarz? Oh, nein! Schwarze Schwänze. Was? Wow. Oh Mann. Bist du ein Witziger? Das, die Farbe, ich wollte doch eigentlich. Hä, ich hab eine ganz andere Farbe gekauft. Aber ist gut, dann mach ich das hier. Guck mal, sieht cool aus. Macht das ganze Räucheratorium jetzt schwarz? Nee, nur die untere Dings. Den Ständer, ich muss nochmal los. Den Ständer machst du schwarz? Ja! Wie geht's eigentlich den Schweinen? Weiß ich nicht. Kann ich die auch schwarz streichen? Kann der Hengst sich nicht da hinten selber irgendwie trainieren? Weil die sind ja immer so wild drauf. Kann er nicht mal ein bisschen hier. Kann er sich nicht selbst ein bisschen hengsten? Nee, meine ich ja. Ich meine, das ist echt Arbeit, hier so ein Pferd zu trainieren. Das ist richtig Work. Ja, aber du willst ja auch teuer verkaufen. Ja, aber weißt du, wie viel Work das ist, hier so ein Pferd durchzujagen? Also das dauert Stunden. Das dauert viel zu lang. Manu, ich frage für einen Freund, aber kann man Farbe auch wieder entfernen? Wahrscheinlich nicht. Da. Boah, das Räucheratorium, da habe ich mir echt viel Mühe gegeben und er verschandelt es jetzt. Nee, ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich den Hühnerstall schwarz mache. Mach mal ein Schwein schwarz, das wäre witzig. Ja, wollte ich versuchen, aber geht nicht. Das wäre echt witzig, wenn du die Schweine anmalen könntest, wäre so toll. Sind wir mal ehrlich, das würde das Spiel extrem aufwerten, oder? Mach mal eine Mod dafür. Ich habe übrigens. Also, ich habe jetzt nicht mal einen dieser Balken gefüllt. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Pferdebalken. Und den einen bin ich jetzt vielleicht mit optimistischem Augenzwinkern auf Hälfte. Ich habe übrigens eine verbesserte Melkstrategie gelesen in den Kommentaren, die eigentlich. Die Eimer einfach drunter stehen lassen. Ja, nee, einfach für jede Kuh einen Eimer kaufen. Ja, ja, ne? Und ja, dann. Ja. Oh! Oh! Oh Gott. Und ist abgebrannt, die Bude? Nee. Der Wagen hat keinen Sprit mehr. Oh, verdient. Der Wagen hat keinen Sprit mehr. Los, Merl, roll. Roll, Merl, roll. Oh nein. Also es wird schon ein Kampf sein, mal so einen richtigen High-End-Super-Hengst zu formen. Das ist schon auch das Springen. Das ist nicht so easy. Du brauchst den richtigen Winkel. Also ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich dem sozusagen ein Level up rein drücke. Moment, wo war das Tab? Tab sehe ich's. Bis jetzt hat er sich noch nicht wirklich verbessert. Immer noch der gleiche wertlose Gaul. Das ist schon dunkel. Er ist schon mit den Kräften am Ende. Aber wir müssen weitermachen. Ich werde nicht mehr nach Hause kommen. So, Freunde. Ach, da steht noch ein anderes Auto. So gut, dann kann ich das ja hier stehen lassen. Ich weiß, vergammelt irgendwo die ganzen Autos. So die ganzen hier, ich habe ein Auto gefunden, was du zurückgelassen hast. Ja, was ich zurückgelassen habe. Ja, den Truck hast du zurückgelassen. Hast du zurückgelassen. Und zwar, als wir da irgendwie. Wow. Wie gesagt, ich bin noch nicht mit einem Balken durch. Ich mache hier gerade nacktes Nachtreiten und. Nacktes Nachtreiten. Ich hätte doch gar keine Ausdauer mehr, das ist total am Ende. Atmen mal durch. Ruhig, ganz ruhig, Brauner. So, und es gibt mir 7. Oh. Geht auch nicht. Komm noch ein paar Mal darüber, ja. Okay, ist wieder ausgebrannt.
Eine Stufe hier will ich jetzt erspielen, weil ich echt neugierig bin, ob es dann wirklich hochgeht mit Stamina, Speed, Handling und so weiter. Komm schon, Östwind. Östwind. Boah, ist die Steuerung von so einem Gaul. Ja, also ich finde das ein bisschen eng da, ne, in der Titankoppel. Ja, du kriegst so schlecht die Kurven. Boah! Der Schattenelch! Der Schattenelch. Ey, ohne Kack, ich lag auf der Seite und auf einmal kommt der Schattenelch! Hat der den Max Wow! gelangt, oder was? Er hat das Auto wieder gerichtet, er hat mir geholfen. Der freundliche Schattenelch. Ja, weil der eine Elch, den ich erschossen habe auf der Farm, hat er gerade gesagt, war ein Geldeintreiber-Elch. Und er hatte noch Schulden bei ihm und er ist mir jetzt dankbar, dass ich ihn. Das ist Der. dir eh schon bewusst, dass es nicht mehr Elche sind, ne? Also. Ja, da sagst du jetzt einfach so, weil du dir denkst, ja, versauen wir jetzt mal einfach den Spaß an der Freude. Aber das geht, Nee. du kannst mal nicht daran hindern, gut drauf zu sein. Das geht einfach Es nicht. hat, Alter, es hat nicht mehr. Guck mal, Merl gut drauf. Merl gut drauf definiert sich Truckern ein runterholen, Was? Tiere zu ermorden Ja, und leben und leben Nahrungsmittel zu lassen. vergewaltigen. Leben und leben lassen. Das ist Merl gut drauf Das ist Action. deine Interpretation von ne, Merkwürdigkeit. I'm fucking crazy, but I'm free. Weißt du, Wow, wenn das Freiheit ist, unschuldige Tiere in die Fresse zu das? schießen und Truckern aufzulauern und ihren Samen zu rauben, dann verzichte ich darauf. Das ist Das deine ist nicht Interpretation. mein Amerika, du. Weißt du, vielleicht sitzt mal wirklich nur da und spielt Karten. Du brauchst den Spermax gar nicht rausholen. Das ist so dieses Priestervorurteil, weißt du? Ist er jetzt gelevelt? Also jetzt bin ich im dichtesten Hexenwald. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Der Schattenelch. Da ist er wieder. Er war wieder kurz da. Habe ich das Ding jetzt immer noch nicht voll? Das gibt's doch nicht. Der Schattenelch, Alter. Er ist besser noch als der Fichtenelch. Es ist immer noch nicht voll. Aber das muss vielleicht jetzt schlafen oder so. Es muss sich ausruhen. Ich meine, ich habe das Pferd jetzt schon hart beackert hier drüben. Meinst du, es muss schlafen? Ja, jetzt habe ich den Balken gefüllt. Der füllt sich auch nicht mehr weiter. Soll ich mal absteigen? Es legt sich hin. Es bricht zusammen. Es ist wirklich zusammengebrochen. Es Gut, wir sehen bricht uns wieder. zusammen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.